I'm the buoy boy, and I'm drifting in the dark. All right. And now the moon shines upon the stars. Light and bliss shines the stars a stare. Such a perfect day. Reflection of clouds drifting over the richy sky. So ein Museum in seiner Stadt, also das muss ja muss doch verstanden werden und eigentlich nicht nur verstanden, sondern in Wahrheit, es muss geliebt werden. Mein Bedürfnis ist vielmehr das unbefriedigtere Bedürfnis, mit Leuten zu sprechen, die, wo es eben wirklich um Inhalte geht. Mittlerweile interessieren mich vielmehr Leute außerhalb der Institutionen, weil ich, eigentlich glaube ich, dass wir uns da eh einig sind, dass es um diese Unterscheidung gar nicht so geht. Es ist mir auch wichtig, dass ich im Kunstbereich arbeite. Mhm. Und eben diese Frage Institution und die Zusammenarbeit mit Institutionen, das ist mir auch wichtig. Mhm. Es ist nicht meine Rolle, kritisch darüber nachzudenken oder irgendein Urteil zu bilden, sondern meine Aufgabe ist zu verstehen, was vermittelt werden soll. Es sind einfach viel zu viele Anfragen. Insofern hast du auch so eine Art von Entscheidungsgewalt. Also du musst ja dadurch, dass du auch auswählst. Die Arbeit kommt ausschließlich über Empfehlungen. Es gibt immer mehr Formen von Kunstförderung, Kunstsponsoring, wo es nur um das Erzeugen von Strukturen geht, die die Künstler dann auch noch bezahlen. Und mein Freiheitsbegriff ist eigentlich immer so, aus dieser Dichte einer Situation, in der ich mich befinde, doch die größtmögliche Freiheit oder die größtmögliche Ruhe in dieser Situation zu generieren. Mhm. Also aus einem Punkt, der mir eigentlich Stress erzeugt, mir es bequem zu machen. Das zu sehen, diese Freiräume, das erfordert dann natürlich eine Art von Denken, dann auch wieder ein anderes Ergebnis zulässt. Also sozusagen, du schaust dann immer auch dazwischen. Und du versuchst trotzdem sozusagen nicht im Klischee diese Realität zu behandeln, sondern gegen das Klischee zu behandeln. Ja, genau. Das Problem tritt mir weniger entgegen, sozusagen in Form einer Institution, als in Form der Fragmentiertheit der eigenen Arbeit. Ich muss meine Projekte in einem Raum nehmen, der Institutionalisierungen gar nicht zulässt. Ist das, was man ihr am meisten wünschen würde, wäre Permanenz. Ja? Wäre sowas die Möglichkeit, an ein paar, einem oder zwei Dingen gut ausgestattet, länger, fristig arbeiten zu können. Ich glaube, es hängt ganz schlicht damit zusammen, dass sich der Kulturbetrieb ja ganz wesentlich verändert hat. Ja? Dass dieser Projektbetrieb, den man als Freiheit empfunden hat, zum Beispiel in den 80er-Jahren, oder als Möglichkeit, genau diesen Denkraum sich aufzutun mit anderen, ja? Dass der zur Regel geworden ist und in sich voller innerer Zerklüftungen, voller Konkurrenzen ist, voller Notwendigkeiten sozusagen mit einem Projekt zu repräsentieren und schon wieder ans Nächste zu denken. Ich glaube, es hat auch einen sehr positiven Effekt, nämlich dem, und das ist natürlich auch dann eine Frage von Alter und Status und Stand, zu sagen, weniger, ruhiger, vertiefter. Dass dieser ungeheure Druck eben auch auf Kosten einer akademischen Qualität geht. Mich hat, glaube ich, das Dereguliertsein auch zu etwas gebracht und in eine ganz andere soziale Situation auch des Reflektieren Müssens gebracht. Aber es ist ein Motiv, das ich sehr häufig höre und das, glaube ich, so
wirklich ambivalent ist in dem Sinne, dass es ein Motor ist, aber auch ein sehr perfektes Werkzeug der Selbstunterdrückung. Also auch wegen der freien Szene, da gibt es ja auch extreme Machtkonstellationen. Also das ist überhaupt nicht so, dass der Machtdiskurs ja nur auf Institutionen anwendbar wäre. Ist es im Museum ja eher wichtiger, die Etablierten zu kennen? Eigentlich arbeite ich eher meistens mit denen, die ungefähr so alt sind wie ich. Ah. Aber ich merke schon, dass ich als Journalistin und freie Kuratorin immer eher dann wieder bei den Jüngeren so geschaut habe, mich umgetan habe, und das ist mir immer ein bisschen abhanden gekommen. Mhm. Ich will in die Existenz hineinbohren. Mhm. Verbal. Ja. Es ist doch schon erstaunlich, dass man so viel Aufwand an Konstruktion treiben muss, um etwas zu inszenieren, was eigentlich grundlegend in der menschlichen Existenz ist, dass zwei oder drei Menschen, die sich füreinander interessieren, miteinander sprechen. Ich glaube sehr an die Subjektivität der Entscheidung. Hinterfrage ich das auch extrem, was man eigentlich alles bedient mit dem, was man tut. Ich finde, dass es ganz exemplarische Protagonisten sind in einem gegenwärtigen Kunstbetrieb, wie wir hier sitzen. Wo ich, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht im Nachhinein eher in meiner Vorstellung gegensteuer, ist dieses Treffen, um sich zu einem Thema zu unterhalten. Ich glaube, dass das Thema so ist, dass man es gar nicht formulieren kann.